Hey, willkommen zur dritten Folge von Saints Row 4. Und der Ron ist auch wieder hier. Jawohl, hallo. Okay, weiter geht's. Wir haben uns in der letzten Folge ja die Waffen gekauft. Jede für 100 Dollar. Oh, Dollar sind's, ne? Ja. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas verwechsle. Gut, hier stehen zwei Autos, warum auch immer. Warte auf den anderen Spieler. Ja, ist doch hier. Also, was steht denn bei dir jetzt oben in der Ecke? Bei mir steht, geh einkaufen. Ich war doch schon einkaufen. So, warte nochmal. Hä? So. Hast du eine Waffe schon mal geupgradet oder so? Nee, warte, ich upgrade nochmal schnell. Also, ich glaube, bei mir stand, nachdem ich bei der Pistole irgendwas gemacht habe. Oder MP, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon wieder ein paar Sekunden her. Ach, so ein Schmarrn. Ja, ich muss alle Waffen nochmal kaufen, der hat die nicht gespeichert bei mir. Hä? Hm, sind alle weg. Ich kaufe diese alle Teile nochmal. Bist du auf Abbrechen gegangen und nicht auf Übernehmen? Na, eigentlich nicht. So, zurück und übernehmen. So, jetzt. Weißt du, immer noch hier einkaufen, was ist denn das? Oh, ich hab sie doch in der Hand, die Waffen. Was, du hast keine Waffen? Wieso hab ich keine Waffen? Hä? Jetzt bin ich auch nochmal reingegangen. Hä? Kaufe eine Waffe. Okay, ich kaufe mal die Pistole. Übernehmen. Kaufe ein Upgrade. Genau, du musst noch ein Upgrade kaufen. Zum Beispiel eine Magazingröße. Jo, okay, habe ich. Ah, jetzt verlasse den Laden. Jetzt verlasse den Laden. Jetzt funktioniert. Okay, jetzt kaufe ich mir aber auch nochmal alle Waffen. Ja. Sein. Ich gehe rein und plötzlich ist keine mehr da. Was war das denn? Ist doch voll der Betrug. Ja. Okay, verlasse den Laden. Übernehmen. Warte auf den anderen Spieler. So. Ich setze und meinen Wagen rein. Übernehmen. Jetzt hat er's. Oh, okay. Hope you got something useful, because the cops are swarming your location. Time to remind them of the Second Amendment. Zinyak's running this place. I don't think the Constitution holds any weight here. I'm just that good. Get down. Always happy to show off. I'll be glad to take you back. And now what? I keep my head down until you can pull me out of here? So, also? Not yet. There's a Zin patrol close to you that'll need to be cleared out before that happens. That is, if the president's up for killing a few more aliens. Actually, Miss Press Secretary, that's your best suggestion since I got here. Alter, irgendwie kommt mir das sehr langsam vor gerade. Yeah, if you were that good, I'd be out of here. Das ist Vollgas. Kommt dir das auch gerade so langsam vor? Ja. Alter, da macht Driften Spaß, ne? Also, die Polizeiwagen habe ich aus den Throw 3 noch schnell in Erinnerung. You looking for me? Oh Gott. Ach, das ist jetzt hier so, was in den Throw 3 die Fremdenoperation war. Ja, sieht so aus, ja. The Saints rule even here. Da versteckt sich ja, ne? Okay, gotta get out of the spotlight now. Gelöscht. Here's my warehouse. It's not far. Okay. Can we just stay at a hotel instead? What's wrong with my inner sanctum? Nothing, nothing. Not a thing. Wo bist du? Vom Zaun gesprungen? Ich fahr dann mal. Ey, warte auf mich. Schönes Auto hast du. Ja, so schön ist es nicht, da war das andere besser. Na, vielleicht ist er auch schneller. Ich nehme mal hier eine Abkürzung, ne? Klar. Sag mal, das Auto ist doch jetzt irgendwie ein bisschen schneller, oder? Ja.
das Auto schneller als der Polizeiwagen. Ich glaub's auch. Polizeiwagen sind noch gehackt, oder? Immer, das sieht ja aus wie Kinseys Versteck. Ach so, ja. Steht da sogar da oben, Kinseys Lager. Ja. Hate to tell you, Kinsey, but your stuff's all gone. What? Damn it! Zinyak removed all signs of the Saints from the simulation. That means we don't have any safe houses here. Right. So how do I fix that? Not sure yet. Though any help you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful. I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub. Check. Anything else? Just hang in there. I promise I'll find a way to get you out. Do it, and I'll rename the internet after you. Hast du so eine Waffe von den Polizisten mitgenommen? Oh, keine Ahnung. Die Grundlagen geschafft. Kriegen wir dafür jetzt auch noch eine Trophäe? Nee. Bargeld 2000. Yay. Ja, da sind ein paar Klamotten jetzt drin, oder? Level 2. Wow. Ja. Begleiter, Fahrzeuglieferung. Woher denn? Mhm. Warten auf Zenron. Warte mal, ich will mal hier gucken, Fähigkeiten, Gesundheit. Gibt's hier auch sowas wie ein Saintsbook wieder? Also hier sind jetzt Upgrades, Fähigkeiten, Ausdauer erhöhen und so, Gesundheit. Eigentlich wieder alles wie in Saints Row 3. Munition und so, kann man wieder upgraden. Fahrzeug Nitro. Auch das kann man jetzt einfach so upgraden, dass Fahrzeuge alle Nitro haben, ja? Für 2000 hol ich mir doch. Habe ich jetzt für jedes Fahrzeug Nitro, schon mit Level 2. Was? Erster von vielen Trophäe bekommen. Okay, es geht ja mal schnell. Tja, was mache ich? Kurz gucken. Bargeld klingt nicht schlecht. Bargelderhöhung. Ah, da kostet 4000. Ich habe nicht genug Geld. Alles klar. Aktivitäten haben wir noch nicht freigeschaltet und Gegenstände zum Anpassen haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Oh, Musik. Aufträge haben wir 2. Und da ist hier so ein Dings, das ich noch nicht auswählen kann. Mit einer Zahl. 1101001. Binärcode. Bargeld? Verdiene Bargeld, indem du optionale Aufgaben und Aktivitäten abschließt. Ziele eliminierst und Läden hackst. Läden hacken heißt das heute. Nicht mehr überfallen, sondern hacken. Du findest sie über die Menüpunkte Aufträge und Karte in deinem Hub. Okay. Aufträge haben wir 2 Stück. Primäre Aufgaben, lerne die Regeln und Nebenaufgabe Anpassung. Du darfst entscheiden, was wir machen. Was haben wir jetzt alles zur Verfügung? Also, primäre Aufgaben haben wir nur eine, das ist lerne die Regeln, und Nebenaufgaben haben wir auch eine, das heißt Anpassung. Ja, wollen wir erstmal die Regeln lernen? Lerne die Regeln. Ja, ich denke auch. Gut. Los geht's. Zeit, das Tempo zu erhöhen. Okay. Data clusters seem to be loose bits of code left behind by the simulation for some reason. I've only been able to locate a small amount right now, which I'm having trouble locking onto. Once in the general area of a cluster, I should be able to direct you to its location. Ja, ich muss die Musik noch mal ein bisschen lauter machen. What exactly are these things you're sending me after? I'm still trying to figure out precisely what they are, but they seem like they'll be useful. There are several near my warehouse. I can't pinpoint their exact locations, but I marked the general areas for you. Fine. Okay, kleinen Moment. Zion. Audio. Mach ich jetzt mal auf 40. Damit man da ein bisschen was hört. Klein wenig. Aber hier kommt gerade keine. Ist bei dir Musik? Nö. Jo. Bisschen Verwarnchen drin, oder? Was ist das hier?
Vielleicht müssen wir ja gar nicht hier hin, weil die Dinger sind alle über 200 Meter und so weiter weg. Ach jo, hier kommen wir wieder runter. So, ich bin unten am Auto. Also? Hm? Ja, hier kommen wir raus. Wow. Ich finde die Datensammlung. Wollen wir rennen oder wollen wir mit dem Auto fahren? Ich dachte, du bist schon drin. Ich bin gerade ins Auto eingestiegen. Ja, draußen ist ein viel cooleres, komm mal raus. Würde ich sagen, nehmen wir doch das, oder? Oh, Entschuldigung. Erstmal noch eine Delle in mein neues Auto. Also. Und eine Scheibe ist kaputt. Eine Scheibe kaputt gemacht. Siehst du, wie nett ich bin, dein neues Auto gleich mal richtig demolieren. You okay to drive? Watch your proximity meter to see if you're getting closer to the cluster or farther away. Achso, jetzt muss man das Ding suchen, okay? In dem Haus, auf dem Haus. Tja. Über dem Haus. Unter der Mülltonne vielleicht? Nein. Kommen wir da irgendwie hoch? Ah, ich glaube, ich hab's. Got one, Kinsey. Is it safe Hast to es? Touch? Yep. Safe-ish. Just keep getting them. Würde ich sagen, teil mal es auf, du nimmst das, was 400 Meter ist, dann nehme ich das, was über 600 Meter ist. Come on, Kinsey, sing along. No, I don't think so. Come on, please, Kinsey. You can be the cat. Not gonna happen. We come together. Come on, your turn, Kinsey. And you know it. Ah, ich habe einen Klamottenladen gefunden. No. Okay, merk dir den mal. You're gonna sing for your commander in chief. Fuck that. That could have been a real bonding experience. Picking up another. Okay, ich sehe es auch schon. Kannst du jetzt reinfahren? Jawohl. Ich bin einfach durchgefahren. Hab ich. I'm afraid to ask, but how is it amazing? It seems that anything that broke the normal rules of the simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. Okay. That actually made some kind of sense. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine to loop into your code base. Nope, you lost me again. Ugh. It's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. See, that's all you needed to say. Do I need more than three of these things? Still missing some key fragments. Get one more and we'll see. Ich bin nah dran. Zinyak destroyed my apartment? Jetzt entferne ich mich wieder. That place should have been condemned a long time ago. Just wish I could have saved my shoes. So, if these data clumps... Ich komm da nicht drüber. Clusters. Okay, so, das clusters. Ist da drin. If they're so useful, why aren't Zinyak's people scooping them up? Why would they need them? To make his people stronger or something? Look, you're the one who said they're amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just... Ja, das ist der, ja, hier. He wrote the simulation! But if he just leaves them lying around, then... Eh, never mind. I'll just accept this and move on. Probably better that way. That should be enough. Let's see what I can do here. Check your hub. Okay. Das war's. Im Hub nach 10. Ja, Kräfte. Kann ich hier zwei Dinge. Supersprint und Supersprung. Verfügbar 4, Preis 2. Natürlich nehmen wir das hier. Was nimmst du, Sprint? Supersprint. Ich werde mir natürlich auch noch das zweite holen müssen, wahrscheinlich. Das kostet auch nur 2, okay. Kannst du schneller laufen als Auto? Okay. Toll, wozu brauchen wir denn noch die Autos? Das ist, glaube ich, eine Trophäe. Mit einem Supersprint so und so weit laufen. Jawohl. This feels amazing. Here, let me load up a training program for you to test your powers. Okay, jetzt kommt's Training. Na da. Bin ich gespannt. Okay, what do I do now? The code says you can jump long distances and run at super high speeds. Jawohl. Halt mal die Sprungtaste gedrückt. Ja, voll. Try focusing on charging your jump. That should get you higher. Das ist, oh, scheiße. Jawohl. Das ist wie das Sensflow-Dings hier aus dem, DLC hier. Sensflow 3. Ja.
glaube, ich habe einen Bug. Wieso? Ich kann nicht mehr machen. How do you think I'm gonna jump up that? Try pushing off from the wall. Ich falle immer so I can climb walls now? It'd be more accurate to say you can jump up them repeatedly. Yeah, that's what I said. Achso, man kann auf die Wände hochspringen, alles klar. Ich kann gar nichts machen. Fuck. Fällst du? Naja, immer noch. Ich falle, während ich nicht falle, das ist irgendwie komisch. Wow! Kann ich noch nicht mal sehen. This time I blew the buildings apart. Ich glaube, 200 Meter von mir entfernt. Na, noch ganz unten auf der allerersten Plattform. Auf der allerersten Plattform bin ich. I'm liking this. Naja, es reicht hoffentlich, wenn es einer überlebt hier. Wow! Hey. Okay, now for the big test. Use your super speed to get a running start and leap to that opposite building. Spielpause. You gotta be joking. Ach, sorry, mein Fehler. Just try it. Nice. Bin oben. But I want to go bigger with this. Good, because I found a race subroutine already in the city. Let's do it. See? You did it. Geschafft. Ich muss jetzt nicht noch auf dich warten, oder? Nee. Gut. Gott sei Dank. Ah, bist du jetzt derjenige, der die Bugs abkriegt, ne? Na, schön. Along the path collecting the power orbs, which should boost your new speed. Every time you hit a checkpoint, you'll be able to stay in the program a bit longer, so you can reach the end. Though you probably want to avoid the firewalls along the way. Good luck. Okay. Gold 15, Silber 25, Bronze 40. Hä? Sprinte durch die Checkpoints. Okay. Should I be worried about who set this race up? Don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district's reality matrix will overload a little. Oh, one more time, Kenzie? Irgendwie wird's unübersichtlicher, immer so schnell. Das ist jetzt gerade kein bisschen übertrieben. Ach, das täuscht. Yeah, that actually makes sense. It did the first time I said it too. Keep saying shit that I understand, and I'll buy you a pony. Lies. Jawohl. Kriegen wir noch Gold? Noch ist möglich. Alter. Plan auf über die Häuser, ne? Hä, wo ist denn das Ding? Ganz oben. Ach, schön. Oh, Silber. Ach, gerade mal so Silber geschafft gerade. Hm. Hast du auch Silber? Ja. Chaoslauf. Okay, eine der neuen Aktivitäten, ne? Ah, 2 Sekunden zu langsam. Oh. Das schaffen wir irgendwann noch besser. Müssen wir eh machen. Für die Platin brauchen wir, glaube ich, alles Gold. Ja. Aber fürs Let's Play soll das erstmal ausreichen. Ja. Mit die sehen, was wir so kriegen hier. Supersprint, yay. Chaoslauf. Immer her mit dem Zeug. Wozu auch immer das gut sein soll, um gegen die Aliens zu kämpfen. Achso, das nächste wird die Chaoslauf. Ziel erreicht. Aha. Oh, Trophäe. Hua. Hua. Okay, du hast einen Dings gesehen. Na, warte, ich guck mal aus der Karte, ob ich den noch schnell finde. Ah, ich hab'n. Was? In der Nähe hier. Dann folge ich dir. Okay. Immer mehr nach. Okay, du schubst die Autos einfach weg. Alter. Jetzt braucht man wirklich keine Autos mehr hier. Wenn man sowieso schneller ist als die Autos. Das ist okay, deswegen sind die Autos so langsam. Obwohl das mit den Autos doch am meisten Spaß gemacht hat. 10, 2, 3. Okay, hier ist schon der Klamottenladen. Oh, zu weit. Mal gucken, was es hier für feine Klamottis gibt. Na da. Okay, Charaktergalerie, Kleiderschrank, Anzüge. Wollen wir mal gucken, ob wir hier. Genau, Deckersoldat, Deckerspezialist, DRZ. Jawohl, Fambot. Warum nicht?
Ah, da sieht man die Haare nicht. Ja, genau, Knochen. Sim-Anzug. Sim-Helm. Okay, Outfits. Gothic. Candy Girl. Okay. Das Outfit, das ich in meinem Let's Play von Saints Row 3 habe, gibt's hier anscheinend nicht. Oder noch nicht, das wird doch noch nicht alles sein, oder? Ich hoffe, dass es das irgendwann mal gibt. Ich habe mich jetzt so drauf gefreut, dass ich mein Dings nachbauen kann. Dann gibt's die Anzüge nicht. Handschmuck, Piercings, Oberkörper, Kette, Rucksack, Oberkörper. Oder es gibt doch mehrere Läden, dass die wahrscheinlich unterschiedliches Sortiment haben, oder? Möglich. Ach du Scheiße. Was? Viel zu wenig. Jedenfalls in dem Laden hier. Pistolenshirt. Nehmen wir das. Kaufen wir das erstmal so. Entfernen können wir es ja vielleicht später nochmal. Unterkörper. Genau, die Hose passt doch voll dazu. Auch eigentlich. Warte mal. Wenn ich das hier rot mache. Kauf. Nee. Schuhe. Kriegen wir vielleicht noch ein paar Stiefel oder so. Genau, zum Beispiel. Zweitfarbe oder Drittfarbe? Genau, machen wir das nämlich auch rot. Passt das super zur Kleidung. Das wird gekauft. Gucken, ob ich für den Kopf noch was kriege. Brillen. 3D-Brille, genau. Network Sonnenbrille. Du bist schon fertig soweit, oder was? Noch nicht. Ich suche mir gerade eine Brille aus. Wenn du fertig bist, kannst du dir mal Bescheid sagen. Oh, ich bin da. Bei sowas bin ich immer sehr unentschlossen. Geht mir ja auch gerade so. Sind noch nicht so die Sachen, wo ich zufrieden mit bin. Headset vielleicht oder so. Genau. Die Maske ist doch perfekt. Nicht. Ach du Scheiße. Ja, genau. Alter, nein. Okay, hier gibt's noch nicht das, hier gibt's nur die Kopfhörer, ich will aber ein Headset haben. Nee, also Kopfbedeckung muss ich noch gucken. Güte. Kleiderschrank. Also ich wäre dann soweit fertig erstmal. Ich brauche noch ein gescheites Oberteil, das ist so irgendwie... Warte, ich guck nochmal bei komplette Outfits, da bin ich schneller durch, denke ich. Okay. Alter, hat man hier gleich so einen richtigen Supersprint. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man in Saints Row 3 hier mit dem DLC, wo man auch so einen Supersprint hat, das dann auch im Hauptspiel kriegt. Mhm. So fürs freie Spiel, aber war wohl nicht so. Und jetzt kann man hier gleich von Anfang an den Supersprint nutzen. Ist ja mal fett. Hey, wieso kann ich das nicht draufsetzen? Ich war noch rein. Hüte? Das. Tragen? Okay. Ah, hier ist Autos. Okay. Und die Autos einfach zur Seite schieben. So. Wer braucht schon Autos? Du rennst schon wieder draußen rum, oder was? Ne? So, bin da.
Okay, dann mach mal hier erstmal wieder Pause und du hast einen Rucksack an. Jo. Okay. Man sieht dich gar nicht, du bist komplett schwarz, hast du eine Maske auf? Ja. Okay. Was ist denn mit der Frau? Hey, wieso haut die mich gerade ein? So. Oh, die Arme. Okay, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dann. Tschüss.